Fühlt sich auch alles normal an. Ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ich fühle ganz schön viele Fahrzeugschlüsse. Ne? PD 90, ja, wir haben PD 90, es sind hier geschossen, ihr landet in die Kontrolle. Wo? Ja, alles soweit in Ordnung. Super. Ja, was hier alles dabei haben, der Hammer. Ja, dann würde ich hier direkt schon loslegen. Ich denke, soweit alles gut. Da ist ein Helikopter. Okay. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Putzen. Ja, vielen Dank. Super. Genau. Soll die Vordertür abgeschlossen werden oder müssen... Gerne abschließen. Check. 4-1-2-3. Genau, ich würde dann gerne schon einmal durchgehen, wenn es geht. Dann vielen Dank schon mal. Ja. Vorsicht, eigene gehen auf die Minus 1, eigene auf der Minus 1. Entschuldigung. Ja? Wir haben gerade einen Anruf bekommen von unserem Mitarbeiter. Am VPD ist irgendwas los? Muss man, irgendwas passiert, muss man sich ja auch Sorgen machen? Bisher ist uns... Brutale Angst. Also ja? Hier am MRPD ist aktuell nichts. Okay, also er hatte sich nur Sorgen gemacht, weil er dachte, wir seien im VPD, deshalb hat er angerufen. Okay. Hm. Aber sie sagen... Also aber ich kann Ihnen so viel sagen, dass das VPD, also... Niemand ist im Gebäude, ist wieder rausgekommen, also... Okay, also er hat irgendwie was gelesen von Bombe oder so auf Venture? Ja, das sind Gerüchte, die ne, rumgehen. Okay. Da würde ich nicht zu viel von glauben und erstmal sind wir hier auch nicht im VPD, sondern ganz woanders. Mm, okay, na gut, aber also wenn irgendwas, vergessen Sie uns nicht, ja? Wenn irgendwas hier passiert. Ja, natürlich. Okay. Dafür sind wir da. Danke. Ruf mal die PD-18 an. Aktuell beschäftigt oder weggedrückt. Uiuiui. PD 90, 84. Kommen Sie mit rein, los, auf geht's, kommen Sie mit rein, hoch, aufs Dach. Naja, Gottes. PD 99, Walter Weiß, für PD 80. PD 90 wird kommen. Ja, wollen Sie aber auch die andere Straßenseite kommen? Kurze Information, hier sind noch zwei Mitarbeiter von Squeaky Clean drin. Ja, schmeißen Sie die raus, check. Unbedingt. Jetzt abbrechen das Ding, schmeißen Sie die raus, kommen Sie aufs Dach. Check. Ja, check. Ja, eine Frage der PD 64. Gibt jemanden, der zufällig einen offiziellen Venture-Post veröffentlichen könnte, als der Bereich um das VPD Großraum mit Hagen Break? Wee ist gerade vor Ort, macht gerade schon eine Einmeldung. Komm. Ja, somit. Alter! Das erste Mal Max im Heli! Ich werde sie da rauslassen an der Einsatzstelle. Wir werden zwischenlanden und da müssen wir gucken, okay, wie es weitergeht, wie der Chief den Helikopter eingesetzt haben will. Ja, check. Check. Wiedererkennen, anfliegen und checken, komm. Ja, check, verstanden, so durchgeführt, komm. PD 08 Ende. Information von der PD 47, es gibt ein Venture Black von Operation Black. San Andreas, das war erster Anfang, wurde geschrieben. Schauen Sie alle mal auf Venture. Also passen Sie auf, wir werden hier auf der Kreuzung unten einmal zwischenlanden. Die beiden Rekruten, sie steigen aus, melden sich von der Kreuzung, sehen das links unter uns da unten, ja? Da stehen die ganzen PD-Officer, sie melden sich da einteilbereit, ja? Ja, check. Eine weitere Information, es gibt auch ein Video. Ach Gott, ey. Alter, was ist das? Ja, würden sich der Sache anschließen, da wir die Ersten so vor Ort waren, komm. Ja, check, ich lande und sie steigen zu, komm. Ja, check, wir landen, wir sollen uns im Notfall landen, sie bitte. Ja, check, wir sehen sie. Zeitstelle PD für Hawk One, komm. Leitstelle hört, Sie kommen. Finden Sie am nordöstlichen Perimeter sofort eine Streife bestehend aus mindestens zwei Officern und wenn möglich noch einem Rekruten. Sie sollen der Hawk One zusteigen und werden zu einem Einsatzortverfrachter von der Hawk One kommen. Ich würde mich stellen. Hat die Leitstelle so mit? Leitstelle kümmert sich. Ich würde mich als Rekrut anbieten. Scheiße, Alter, dieses Video. Ist der Schreiber? Ja. Nehmen Sie einmal den Herrn Dieks mit und begeben Sie sich zum nordöstlichen Parameter. Ja, das ist hier vorne. Genau. Ja. Komm, let's go. Check. Sehr verschwommen. Kennzeichen. Ich versuche größer mal das Video. Ja, an die Kollegen des LSPD, Sie dürfen auch gerne die Hütchenwäsche zur Abwehr und benutzen, abbauen und auch gern zwei Fahrzeuge fahren.
Operation des Papier erfolgt aus Unordnung. Moment, San Andreas, das war erst der Anfang. Ziehen Sie sich, am besten haben Sie an, ja, Sie müssen sich gleich einhaken in die Seile, machen Sie aber jetzt noch nicht, sondern machen Sie es gleich. Check. Und dann werden Sie abgeseilt. Okay. Ach, ist das habe ich noch nie gemacht. Mit dem Chief zusammen die Lagerhalle bei Legion Island. Schreiber, du musst gleich einen X-Knoten legen, okay? Okay. Einen X-Knoten, wichtig. Ja. Mach da wirklich einen X-Knoten, weil sonst ist es nicht fest genug. Und danach guckst du einfach, dass du schön runtergleitest. Versuch dich gleichmäßig zu halten, nicht zu wackeln oder sonst irgendwas. Es wird windig, es wird sehr stark windig, okay? Und dann vorsichtig schön. Ja, check. Okay. Die sollen fast hinter dem Container kommen. Oh, Mann. X, warum sind Sie denn hier? Okay. Haben wir keine besseren? Ja, Leitstelle ist noch. Machen Sie nicht diesen, okay? Sie werden nur die Stolz auf mich sein, Chief. Wenn genehm, Einsatzplätze nehmen und vor Ort... Hey, welche Besatzung sind wir hier? Die 10, 47, 64 und 99, Chief. PD0. Alter! Also hören Sie, wir warten auf die Einheit, die in den Norden kommt. Ja? Die von der Halle, wir gehen systematisch durch die Halle. Wir müssen hier möglicherweise Spuren sichern. Alles klar, Chief. Wir haben zwei Einheiten, die hierher kommen. Einmal eine SD-Einheit mit Beanbag und einmal Kurs Kehler mit richtigen Shotguns. Okay, ich geb den, ich muss den die rechte geben, warten Sie. Scheiße. Ich hab das eben am Telefon erlaubt auf Ihre. Ja, ja, alles gut. Ich muss den die rechte geben, dass Sie den Spind öffnen können. Die 02 für PD08 kommen. Sie werden stolz auf mich sein, Chief. Ja, halten Sie die Klappe jetzt und konzentrieren Sie sich. Konzentration. Gehen Sie ganz nach rüber an die Wand und gucken Sie, ob Sie ein bisschen um die Ecke gucken können. Steht da, parkt. In Deckung bleiben. Das Auto steht dort und parkt, der Kollege. Sehen wir, wie viele Leute da drin sind? Sehen Sie irgendwas? Negativ. Soweit wird dort nichts gesehen. Wahrscheinlich verspiegelte Scheiben. Jetzt steigt einer aus. Einer steigt aus. Zweiter steigt aus. Eine Person steigt aus. Drei Stücke. Machen den Kofferraum auf. Ja. Sehen Sie Waffen? Ich glaube, braune Hosen. Sie haben den Kofferraum gerade aufgemacht. Drei Personen haben den Kofferraum gerade aufgemacht. Lassen Sie uns mal schnell tauschen. Ich kann dann gleich funken. Check. Okay, ergänzend. Drei Personen, die haben Langwaffen in der Hand. Langwaffen. Zwei Personen mit Langwaffen. Eine dritte Person trägt ein Paket. Richtung Boote. Richtung Boote. Ich wiederhole. Drei Personen, schwarz gekleidet. Langwaffen. Zwei Langwaffen. Die verladen scheinbar irgendwas auf ein Boot. Kehren jetzt zum Auto zurück. Zugreifen oder wollen Sie hier bleiben? Schließen den Kofferraum. Die scheinen gleich wieder einzusteigen. Haben wir den scheiß Zugang im Norden zu? Könnt ihr aus der Halle nicht raus? Ist der zu? Die steigen wieder ein. Overwatch, sie besetzen, sie landen im Norden oder beziehungsweise verfolgen sie das Fahrzeug. Auto kommt in unsere Richtung, wendet. Ich habe Sichtkontakt verloren zum Auto. Ist in, auf ihrer Seite, Chief. Ja, die parken. Ich habe keine Ahnung, was sie da machen. Ich kann sie nicht sehen, sie sind in einem Trailer. Wir müssen den Vorgang mit Norden beschleunigen, unbedingt. Das Auto fährt jetzt wieder mit in meinen Sichtbereich ein. Nein, fährt wieder in Ihren Chief. Wer mich auch anruft, hören Sie auf damit. Wir haben keinen direkten Sichtkontakt mehr, aber wir haben drei Personen, zwei mit Langwaffen mindestens. Ja, Hawk One fliegt wieder an. Wenn der Hawk On anfliegt, sind wir am Arsch. Kommen Sie nicht zu nah mit der Hawk One, damit wir Sie nicht bemerken. Wir sind sonst am Arsch. Was? Ja, ist die 1-6. Haben Sie die Klappe, Dix? Das Auto bewegt sich wieder. Sie die Klappe, Dix. Fährt im Norden der Halle. Nein, biegt wieder. Doch, biegt jetzt. Ich sehe es nicht mehr. Sichtkontakt verloren. Chief, Sie haben. Fährt aus unserer Richtung weg, Richtung Norden. Hier wurde auf jeden Fall eben etwas auf ein Boot verladen. Das Boot müsste vor Ort sein. Ich habe kein Motor gehört. Wir rücken vor. Ist das Fahrzeug immer noch im Blickkontakt? Blickkontakt zum Fahrzeug von Norden, es ist weiter Richtung Norden gefahren. Okay, wir rücken langsam vor mit Deckung. Haben Sie gehört? Langsam mit Deckung. Der Trupp in der Halle rückt jetzt langsam Richtung Norden vor mit Deckung. Es wird ab sofort allerhöchste Gefahrenstufe. Sie folgen mir, Sie bleiben immer bei mir. Check. Scheiße, wir kommen hier nicht. Ja, okay, kommen Sie.
Ach, so zufällig gewesen. Eine Taser-Schulung halten. Ich hab nur einen Ex-Cop versucht zu überreden, dass er sich wieder bewirbt. Ich wollte doch nur im Norden Streife fahren. Und ich hab am MRPDs Küchenklingen beaufsichtigt. Die hab ich auch nicht, als losgeht. Es wird aktiv geschossen. Der niedrige schwarze Helikopter ist der feindliche Helikopter. Jetzt aktuell Ostseite der Halle, Flugrichtung Süden. Holen Sie die Army ans Telefon, den Jet soll den runterholen, komm. Army, ich glaube, die wird dann auch von Support ausgespielt. Feindlicher Helikopter ist auf der südlichen Seite Richtung Westen unterwegs. Ja, ein ganz ekliges, lautes Geräusch. Ja, der Heli, ja. Schatz feiert. Auf dem Heli. Die wurde weggesprengt, mehr oder weniger. Jetzt sind wir in der Lagerhalle ja, im Westen des Containerhafens in der Klose mit dem Hafen, wo man reinfahren kann. Es ist ein feindlicher Heli gewesen? Ja, genau, ist der von der Halle gerade? Ich kann nicht meinen Standort von mir fast einen Kilometer über der Halle, wir gucken von oben zu, komm. Ich sehe den Heli in der Luft, gucken Sie mal. Ja, check. Heli wieder auf dem Fenster. Ja, unsere. Vorsicht, in Deckung gehen. Kollegen schießen. Ja, sollen wir auf den schießen? Scheiße, nein. Ja, machen sie auch. Ja, ja. Hey, komm, let's go. Wir haben den Helikopter. X, hierher. Nicht einfach. Sie haben gesagt, schießen! Nicht einfach nein, die Kollegen nein, ich habe gefragt. Ach so, nicht einfach ausrennen. Sie haben gesagt, schießen! Nein, die Kollegen, Kollegen schießen! Jetzt nordwestlich der Halle, Alter, Dieks! Ja, Entschuldigung, sie haben, was weiß ich, was die da für Waffen haben. Bleib in Deckung, also die mähen uns weg. Nochmal, ich hab verstanden. Scheiß Pistolen an 9mm, was sollen wir damit ausrichten? Es hieß schießen! Nein, die anderen schießen! Nein, das hab ich falsch verstanden. Jetzt Ruhe, sonst hören wir den Funk. Wir schießen nur... wenn einer um die Ecke kommt. Nee, sonst nicht. Wir bleiben in Deckung. Nee. Auch wenn ich mir sicher... Das hat sich gerade wie eine Explosion angehört. Ja. Ich hoffe nicht, dass es die Hawk One war. Frage an die Hawk One. Ist Kollege an den Toren da hinten? Oder? Wir haben ja, ne? Oder Army. Irgendwas kommt jetzt. Ja. Und klar, Hawk One prüft. Wenn sie da okay, Hawk One geht's gut. Es ist schon mal gut. Rechts von uns in der Halle ist nichts. Hat irgendjemand was zu trinken? Ja, die Army rollt gerade an. Ja. Der Frage, was bedeutet rechts von Ihnen kommen? Himmelsrichtung kommen? Norden! Fahrzeug nordöstlich. Ja, bitteschön. Könnte die Army sein? Dankeschön. Ja, Army nun 1020 Ostseite. Die Army ist jetzt da.